Ja, hallo und herzlich willkommen zum Bau des Eiffelturms in Minecraft Teil 5. Wir sind angelangt bei der zweiten Plattform und wollen heute den Eiffelturm fast fertigstellen. Wir kommen bis zur Spitze, aber werden noch nicht die dritte Plattform vollenden. Das wird dann erst im sechsten Teil passieren. Ja, bis dahin bringe ich hier erstmal ein paar Leitern an, damit wir hier auch wieder hochkommen und nicht, falls wir mal runterfliegen, unten blöd rumstehen, sondern weiterbauen können. Damit wir den Pfeiler nach und nach zusammenbringen und hier weitermachen können, bauen wir als erstes die vier Lücken zu, die wir gelassen haben, und bauen auf diese vier Lücken, so wie man das hier sieht, ein 2x2 Feld. Also gar nicht schwer. Schön symmetrisch das 2x2 Feld machen. Wir machen das Ganze bei jedem Pfeiler. Und dieses 2x2 Feld bauen wir jetzt drei Blöcke hoch. Das machen wir auch bei jedem Pfeiler, damit das Ganze natürlich symmetrisch aussieht und der Turm nachher sehr gut ist. So, jetzt haben wir überall das 3x3 Feld gebaut. Jetzt kommt der nächste Part. Nächster Part ist, wir bauen wieder. Ach Quatsch, ich meine auch ein 2x2 Feld. Wir bauen wieder ein 2x2 Feld jetzt. Gar kein 3x3 Feld. 2x2 Feld. Aber diesmal lassen wir den äußeren Block weg. Das hat dann den Effekt, dass sich das Ganze zur Mitte her annähert. Dann sieht es so aus, als ob der Turm immer schmaler wird und sich dann in der Mitte trifft. Dieses 2x2 Feld, wo der Block fällt, ist zwei Blöcke hoch. Als nächstes dann bringen wir die Pfeiler jetzt zusammen. Das machen wir jetzt in einem 3x3 Feld. Ja, diesmal ist es richtig. Ein 3x3 Feld so und lassen den mittleren Block dabei weg. Und auch dieses 3x3 Feld bauen wir noch etwas höher. Wir bauen es im Gesamten drei Blöcke hoch. Also jetzt noch eine Ebene drauf. Im Gesamten sind wir dann jetzt 8 Blöcke höher als die zweite Ebene. Davon sind 3 Blöcke das 2x2 Feld, das geschlossen ist. 2 Blöcke in die Höhe das 2x2 Feld, wo der äußere Block fehlt. Das sah man da gerade ganz schön. Und diese 3 Blöcke, dieses 3x3 Feld, 3 Blöcke in die Höhe gehen. Als nächstes dann jetzt wollen wir den Turm wieder näher zusammenführen, deswegen bauen wir wieder ein 3x3 Feld, aber lassen die äußeren Blöcke weg, sodass sich das Kreuz ergibt, so wie man das hier sieht. Wir sind jetzt beim vierten Block bereits, aber dieses 3x3 Feld bauen wir noch um einiges höher. Das geht am Ende, also quasi dieses Kreuz, das geht am Ende 24 Blöcke hoch. Hier links sieht man ganz schön die Y-Anzeige. Da steht jetzt gerade 101. Das Feld bzw. dieses 3x3 Kreuz geht dann am Ende bis zur Höhe 118. Das heißt, wir sind dann noch 11 Blöcke entfernt von der maximalen Bauhöhe. Die liegt bei 129 in dieser Version. Deswegen müssen wir das so abpassen. Ja, wir wollen hier natürlich hoch. Deswegen bringen wir noch mal ein paar Leitern an. Solltet ihr dann auch zwischendurch machen. Ich meine, die Leitern könnt ihr im Nachhinein immer wieder abbauen. Außer ihr wollt bis zur dritten Ebene dann hoch. Dann müsst ihr an einer Seite die Leitern lassen. Die würde ich dann am besten symmetrisch anbringen. Ja, und da wir da einiges mal runtergeflogen sind, haben wir dann jetzt die ganzen Leitern angebracht. Und wir sind wieder beim Kreuz angelangt. Höhe 105, wie man hier sieht, bis Höhe 118 müssen wir noch bauen. Schöner Vergleich der Höhe ist das Haus. Das Haus geht bis zur maximalen Bauhöhe, das heißt, das Glasdach
hat wirklich eine Höhe 129, höher kann man nicht bauen. Ja, ist ein guter Vergleich, zu gucken, wie weit man schon ist. Ansonsten kann man die Y-Koordinaten nutzen. Damit ist es sogar noch etwas leichter. Ja, und wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, ist das Lied gerade im Hintergrund. Das ist das Standardlied für diesen Bau. Ich werde für jeden Bau, den ich hochstelle, ein Lied haben, das in jedem Teil vorkommt, damit der Wiedererkennungswert auch gegeben ist. Also immer wenn ihr dieses Lied hört, wisst ihr, oh, es handelt sich um den Bau des Eiffelturms in Minecraft. Das werde ich auch in keinem anderen Lied verwenden. Quatsch, in keinem anderen Bau, so meinte ich das. So, 116, noch zwei Blöcke hoch und wir haben die Ebene geschafft. Und bauen dann jetzt, ja, da können wir zubauen, damit wir da nicht mehr runterfliegen. Und nachher muss hier ja eh noch die Spitze drauf. Aber zunächst sollten wir hier vorsichtig runtergehen und nicht runterfliegen. Au. Ja, also Bauarbeiter tun sich natürlich auch mal weh in Minecraft. Das ist ganz normal, wenn man in solchen Höhen ist. Da kann einem auch mal leicht was passieren. Also auch Tode sind nicht ausgeschlossen. So. Ja, was machen wir jetzt? Wir überlegen gerade, ob wir hier links noch Leitern bauen. Ob wir wieder runtergehen. Oder ob wir schon direkt mit der Spitze anfangen. Ich denke mal, wir fangen direkt mit der Spitze an. Die Spitze geht 11 Blöcke hoch. Wobei, ich meine, wir haben 6 Blöcke davon für die direkte Spitze verwendet. Das seht ihr dann nachher noch. 127, zwei Blöcke noch. Und die Sonne geht unter. Also die Sonne geht unter ist immer schlecht, denn ich wusste nicht bei der Aufnahme, dass die Qualität darunter so leidet, wenn es dunkel ist. Also bitte entschuldigt, dass es jetzt hier ein bisschen schlechter wird. Das kommt auch nicht nochmal vor, da ich jetzt immer Timeset 1 benutzen werde. Habe ich auch hier und den Rest habe ich übersprungen. Also ich habe nur Steine geholt, Leitern geholt und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir es geschafft. Musstet ihr das Ganze nicht mit ansehen und es ist wieder hell. So, so sieht der Turm schon mal aus. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Aber es fehlt. Und zwar die Spitze. Aber zuerst müssen wir ein paar Leitern anbringen. Vorausgesetzt, wir kommen darüber. Besser nicht auf Risiko gehen und hier unten lang gehen. Es ist alles nicht so leicht im Survival, wenn man keinen Flugmodus hat. Aber es hat natürlich auch was, wenn man so wie ein richtiger Arbeiter in der Luft ist. Und einem täglich die Gefahr droht zu sterben, sobald man einen falschen Schritt macht. Außer man trifft die Leiter, dann hat man Glück. Glück im Unglück, könnte man so sagen. Ja. Man ist zwar unten und muss wieder hochklettern. Tja, so wie hier fallen wir ab und zu mal runter. Aber man lebt noch. Wie auch immer man so einen Sturz überstehen kann. Ja, also auch hier die Leitern anbringen, dann können wir auf beiden Seiten hoch. Das Ganze ist dann erheblich leichter, als wenn wir nur auf einer Seite hochgehen können. Ja, aber wir brauchen die Leitern, wie man gerade sieht, um auf die Spitze zu gelangen. Das war natürlich äußerst dämlich. Und jetzt baue ich das hier ab, aber es funktioniert nicht. Tja, ist schon schwer. Überspringen wir das Ganze mal und machen auf der anderen Seite weiter. Alle Leitern abgebaut. Klettern wir wieder nach oben. Besser geht es ja nicht. Das war auch ein bisschen mühselig da, muss ich sagen, die Leitern hochzuklettern. Das heißt, wir konzentrieren uns wieder auf das Bauen. Wir sind hier gerade auf der dritten Ebene, wie man sieht. Die dritte Plattform wird nachher hier gebaut. In der nächsten Folge, um genau zu sein. Und wir wollen auf der Spitze weitermachen. Dazu müssen wir hier natürlich hochfliegen. Und die Spitze soll 6 Blöcke hoch sein. Das heißt, wir müssen. Ah, ne, wir machen sie 5 Blöcke hoch. 5 Blöcke. 3, 4, 5. Das war's. Wunderbar, haben wir eine weiße Spitze. 5 Blöcke hoch. Passt doch genau. Besser geht's nicht.
bevor wir auf die Spitze drauf kommen, brauchen wir auch erstmal ein paar Leitern an. Ist das schön hier oben. Oh, 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 oh. Tja, auch sowas kann mal passieren. Das ist Minecraft, Leute. Man fliegt ab und zu mal runter, wenn man nicht im Flugmodus ist. Tja, jetzt haben wir unsere ganzen Sachen verloren. Nicht so schlimm. Unser Respawn-Punkt ist nicht so weit entfernt. Machen wir das Beste draus, laufen zurück. Und wenn wir Glück haben, können wir uns den Turm auch nochmal ansehen. Switchen wir einmal um zwischen den Sichtweiten. So, wann taucht der Turm auf? Da bin ich mal gespannt. Und ich sehe schon was da hinten am Horizont. Oh, da ist unser Turm. Fügt der sich nicht schön in die Landschaft ein? Da können wir uns einen Moment Pause. Dieser Turm sieht wirklich schon ganz gut aus. Wenn ihr so weit seid, dann habt ihr es fast geschafft und habt einen solch schönen Turm, der dem Eiffelturm ähnelt, in eurer Minecraft-Welt stehen oder auf eurem Server oder wo auch immer, und ihr könnt euch daran erfreuen, dass ihr ihn gebaut habt. Oder ihr baut einen ähnlichen Turm wie diesen, modifiziert ihn ein bisschen, baut eine Achterbahn nach oben. Oder macht ihn zu einem Bungee-Jumping-Turm, von dem man runterspringen kann. Oder ihr macht ihn zu einem Turm, wo man durch die Mitte fliegen kann, die wir schließlich möglich lassen. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder nach oben. Doch, ich würde euch jetzt vorschlagen, nach und nach die Fackeln ein bisschen anders, Quatsch, ich meine die Leitern ein bisschen anders anzubringen. Fackeln sind natürlich später an dem Turm auch nicht schlecht. Wir müssen jetzt hier erstmal unsere Sachen wieder einsammeln. Ach ja, und was ist denn das? Das sind meine telepathischen Kräfte, die bringen hier alles zum Schwingen und Fackeln. Also das gehört zu Minecraft mit dazu, das ist ganz normal hier. Lasst euch nicht von den schwebenden Blöcken beeinflussen. Das sind meine telepathischen Fähigkeiten. Also wenn ich mich konzentriere, dann wackelt alles in der Luft. Ja, ist klar. Ein paar Steine haben wir noch, reicht alles völlig. Wir brauchen keine neuen mehr holen. Das heißt, das brauche ich nicht mehr überspringen, herrlich. Es wird nur wieder dunkel. Das ist natürlich nicht so schön. Also überspringen wir das Ganze. Haben die Leitern jetzt alle abgebaut. Perfekt. Und ein bisschen anders dran gebracht. Und wir sind angelangt am Ende der Folge. Wir haben heute es bis zur Spitze geschafft. Im nächsten Teil werden wir es dann bis zu dem wunderschönen Eiffelturm schaffen. Und wir haben die dritte Plattform und dann auch fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zur nächsten Folge.